Das war jetzt sehr viel Information für alle. Jetzt wollen wir ein bisschen auch noch reinschauen, wie gehen wir mit dieser Information um. Ich würde, bevor wir jetzt die Fragen da bekommen, die die Angelika gerade bringt, vielen Dank, und ein bisschen durchschauen können, ganz kurz eines in die Runde werfen wollen. Wir sind ja mit diesem Thema des Totalitären, auch mit dem Übergang des Totalitären in diesen Abend gestartet. Und der begegnet uns, er ist uns ja nicht begegnet nur auf diesem Corona-Feld, der begegnet uns ja in unterschiedlichen Themen jetzt, wo so eine Alternativlosigkeit uns vorgegaukelt wird, wo Angst gemacht wird, wo Themen ganz schmal werden und wo man so Korridore vorgegeben kriegt, dass die man am besten nicht rausgeht, weil sonst ist man draußen. Ja. Welche Schlüsse zieht ihr jetzt, wenn wir eben, ihr habt alle so historische oder teilweise so historische Betrachtungen jetzt auch gehabt und Analogien gesetzt, jetzt in dem Fall zum Dritten Reich. Welche Schlüsse zieht man aus der Betrachtung, beziehungsweise aus euren Schlüssen, die ihr aus der Beobachtung dieser Zeiten gewonnen habt für euch? Darf ich mit dir ausführen? Ich denke mir, ich kann ja auch eine Selbstähnlichkeit schaffen zu meinen Klienten. Also in meiner täglichen psychotherapeutischen Arbeit arbeite ich so, dass ich davon ausgehe, dass wenn Menschen etwas bewusst wird, also wenn das, was früher passiert ist und was offensichtlich im Untergrund schlummert und ihnen nicht klar ist und trotzdem ihr Leben und Verhalten im Hier und Jetzt steuert, dass wenn das bewusst wird, dass dann Veränderungen gesetzt werden können, Erleben und Verhalten sich verändern, Symptome verringert werden. Das ist meine tägliche Arbeit und ich sehe, dass das unglaublich gut funktioniert. Man muss nur sich Zeit nehmen, man muss in Beziehung gehen, es muss sehr viel Vertrauen da sein und die Menschen müssen beginnen, über sich zu sprechen. Und wenn sie viel Vertrauen haben, dann beginnen sie sich zu öffnen. Und da beginnen sie über Dinge zu reden, über die sie normal nie reden würden. Manche sprechen nur über Symptome, sprechen nur über Schmerzen, kommunizieren über Schmerzen, kommunizieren über Magenprobleme, kommunizieren über Herzprobleme und so weiter. Und wenn man diesen Menschen die Möglichkeit gibt, einen Raum, und zwar lange Vertrauen zu geben, dann beginnen sie langsam aber sicher aufzutauchen und über Dinge zu sprechen, die sie normalerweise verschlüsseln in Magenbeschwerden, Herzbeschwerden und Schmerzen. Also das heißt, es findet eine Dekodierung statt, könnte man sagen, im Gespräch. Und über diese Dekodierung, über dieses Bewusstwerden dieser tiefen Themen, die sie in sich tragen und über die sie meistens noch nie geredet haben, weil sie eben noch nie in solchen Situationen waren, wie Psychotherapie, kann man in der Tat kausal arbeiten. Und meine These wäre jetzt, wenn wir es endlich einmal lernen würden, diese Geschichte auch mal von einer ganz anderen Seite anzuschauen, die Traumatisierungen anzuschauen, das, was wirklich passiert ist, mit den Menschen in Auseinandersetzung zu bringen. Leider stirbt diese Generation bereits. Das heißt, wir sind jetzt in einem neuen Drama. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, wenn wir so eine Veranstaltung, und deswegen, das war eigentlich meine Antriebskräfte, diese Veranstaltung hier zu organisieren, damit Aufarbeitung stattfindet, und zwar eine Aufarbeitung einer Traumatisierung. Und nicht schon wieder das Gleiche oder selbst ähnlich passiert, was wir vor 60, 70 Jahren hatten, wo wir nur mit bösen Bildern konfrontiert wurden, damit wir ja ruhig bleiben und ja nicht uns mit diesen Themen auseinandersetzen. Und die Deutschen haben wunderbar sublimiert, haben einen wunderbaren Abwehrmechanismus eingesetzt, nämlich das Wirtschaftswunder. Die haben einfach gearbeitet wie die Wahnsinnigen. Die sind zu Workaholics geworden. Sie sind nicht Alkoholiker geworden, sie sind nicht drogenabhängig geworden, aber sie haben einen unglaublichen Leistungswahnsinn geschaffen. In der Flucht vor dem Traumaaufarbeitung. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Viele analytische Studien haben sich mit dem auch auseinandergesetzt und gehen sehr stark in diese Richtung. Dass Deutschland letzten Endes sehr stark die Leistungsgesellschaft, diese Wirtschaftswunder, das da kreiert wurde, ein Versuch ist mit dem Trauma. Nur nicht hingucken, ja? Weil letzten Endes sind ja auch die Deutschen traumatisiert worden. Das ist ja auch nicht richtig zu sagen, dass die ja nur Böses angerichtet haben. Sie sind natürlich schwerst traumatisiert, die gesamte Bevölkerung, voller Schuld, voller Selbsttrauma. Und dieser Wahnsinn, den die aushalten mussten, haben sie die Energie sozusagen woanders hingedrückt, weil ihnen nicht die Möglichkeit gegeben, das aufzuarbeiten. Und ich denke, diese Chance haben wir jetzt. Und interessanterweise wirft uns natürlich jetzt vor, dass wir die Nazis sind, die hier sitzen, ist eh klar. Aber der
das, was hochinteressant ist, ist, dass wir ja jetzt sogar für den Holocaust Aufarbeitung betreiben. Wenn wir die Geschichte wiederholen und wenn wir sagen sozusagen, das, was wir jetzt tun, hat auch einen Effekt auf damals, dann tun wir, wie du es von der Vera Scharf gesagt hast, wir haben jetzt die Möglichkeit, selbst 80, 90 Jahre früher eine Aufarbeitung stattfinden zu lassen, weil wir jetzt was erleben durften, wo wir ahnen, was die damals erlebt haben. Und das ist die große Chance. Wir werden sie immer wieder kriegen, wie eine chronische Krankheit. Sie wird immer wieder kommen, diese Geschichtswiederholung, bis irgendwann mal etwas bewusst wird und aufgearbeitet wird. Wir haben jetzt die Chance, zumindest mal zu wachen und anzufangen. Da könnten wir jetzt gleich wieder 3 Stunden drüber reden, aber jetzt gebe ich es mal vielleicht an den Uwe weiter, auch ein Mikro, auch an dich noch kurz die Frage eben. Welche Schlüsse ziehst du aus deiner Auseinandersetzung mit Totalitären, was für uns alle gangbare Wege wären, eben aus dem zu lernen, was erkannt worden ist? Ich würde nicht von Schlüssen sprechen, sondern von Entschlüssen oder von einem Entschluss, nämlich die Frage, die ich mir gestellt habe, was bedeutet das für mich? Wozu bin ich jetzt aufgerufen? Welchen Sinn hat das, was da geschieht, für die Gestaltung meines Lebens? Und da war ganz klar eben, nachdem ich diesen vorübergehenden Schock da erlitten habe, dass die Vera Scharf mich damit konfrontiert, dass das etwas Ähnliches sein könnte, was ich natürlich zunächst einmal, wie ich es gelernt hatte, von mir weghalten wollte, sie sogar beschützen wollte vor einem Fehlschluss, zu sagen, ich muss jetzt kann ich nicht anders, als da genau hinzuschauen und zu schauen, was gibt es denn überhaupt für Indizien, die das begründen und was ist dann daraus die Konsequenz und die lautet für mich eben, dass ich darüber sprechen musste, dass ich erstens Vera auch dabei unterstützt habe, ihre Arbeit zu tun, indem ich meine Arbeit tue, die ich ihr zugearbeitet habe. Wir haben zusammen die Dokumentation gemacht, Never Again is Now Global, Filmdokumentation mit mehreren Überlebenden und Angehörigen von Überlebenden, fünfteilig, hochsehenswert, aber eben auch sehr, sehr heftig. Und der weitere Entschluss ist dann eben, auch da keine Angst zu haben. Wir erinnern uns vielleicht alle an die Jana aus Kassel, dieses Mädchen, die in Hannover auf einer Demo sprach und nur davon sprach, dass sie verstehen könne, wie sich Sophie Scholl gefühlt habe. Und sie sagte, ich bin jetzt so alt wie Sophie Scholl damals und ich kann verstehen. Und das ist ein Shitstorm über sie hereingebrochen, dass sie sogar eine neue Identität annehmen musste, ihre Identität aufgegeben hat, weil sie unter Jana überhaupt nicht mehr irgendwo Fuß fassen konnte. Dieses Mädchen hat Mut bewiesen, weil sie nur darüber gesprochen hat, über das, was eigentlich Sophie Scholl ja hat vorher schon erreichen wollen, dass nämlich die Menschen anfangen, Mut zu fassen, bevor es zum Äußersten kommt. Das ist ja auch die Konsequenz aus Wehret den Anfängen. Das heißt ja nicht, wartet, bis es genau so ist, damit ihr dann darüber sprechen dürft, sondern das heißt ja, lasst es gerne jetzt so weit kommen. Und das bedeutet implizit eben auch, und so weiter muss man 4 oder 5 Mal zum Schluss kommen, ja, stimmt, war gar nicht so schlimm, aber gut, dass wir darüber gesprochen haben. Und diesen Mut müssen wir alle finden, um das zu machen, was Christian dann eben auch erläutert hat, für uns alle diesen Durchbruch zu schaffen, damit es nicht immer wieder weitergeht, wenn das überhaupt möglich ist. Ja, gibt es gleich in den Jahren weiter, dann frage ich dich, was stimmt dich optimistisch, dass wir das, was der Uwe gerade hier skizziert hat, auch schaffen können? Das stimmt mich optimistisch. Also vielleicht, dass wir so eine Veranstaltung zusammenbringen und doch Leute kommen und davon hören wollen, würde ich mal sagen. Ich glaube auch, dass dieser Punkt mit der Erinnerungskultur oder das, was der Christian auch immer wieder anspricht, ganz wichtig ist. Meiner Meinung nach ist unsere Erinnerungskultur von hinten aufgezäumt. Also wir kennen nur den Endpunkt, den Schrecklichen, die Schreckensbilder, die Leichenberge. Aber eben, wie du richtig gesagt hast, wie hat das Ganze begonnen und wie sind diese Strukturen auch in Größerem zu begreifen. Ja? Und deswegen würde ich halt sagen, diese Aufklärungsarbeit ist schon immer wieder wichtig, zu zeigen, eben,
dieses Bild in der Medizin, dieses Menschenbild in der Medizin, aber eben auch Technokratie oder Wissenschaft, oder wie gehen wir damit um als Gesellschaft? Also das Menschenbild an sich. Das Menschenbild an sich, genau, genau. Also was haben wir für ein Menschenbild und wie wollen wir? Und ich erlebe das immer wieder, also ich habe ein 8 Monate altes Kind, ein Baby, und ich erlebe auch so in unserem Umfeld eigentlich immer wieder diese Art von Menschenbild, wo dann eigentlich das Kind ins Gitterbett gebracht wird und weit von den Eltern weg ist. Und wenn man sich ums Kind kümmert, da gab es ja auch so absurde Berichte von Attachment Parenting ist rechtsextrem, also wenn du dich um dein Kind kümmerst oder ein Familienbett hast oder was auch immer. Das heißt, auf verschiedenen Ebenen, in kleinen Formationen, erleben wir dieses Menschenbild, meiner Meinung nach, dieses Mechanistische. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, auch immer wieder zu vergegenwärtigen. Es geht nicht nur um Erinnerungskultur und nicht nur um eine Aufarbeitung, sondern es geht darum, dass wir diese Phänomene erkennen und benennen können, auch wenn sie im Kleinen und scheinbar Harmlosen ganz nebenbei kommen. Nicht auch das mit den Diagnosen, also das auf andere Bereiche umgelegt, bemerke ich ganz oft, dass auch im gesellschaftspolitischen Zusammenhang nicht verstanden wird, der Unterschied zwischen Ursachenforschung und Symptomen. Ja, also ein Symptom wird dann mit einer Diagnose verwechselt, Beispiel Rechtsruck. Ja. Warum zieht es manche Leute nach rechts? Wird nicht gefragt. Es wird nur das Symptom bekämpft und dann gehen wir auf die Demos. Und das ist das Problem. Also ich sehe auf verschiedenen gesellschaftlichen Ebenen eigentlich genau das, was hier wieder besprochen haben. Da sind wir aber auch wieder bei dem Punkt, der schon mehrmals gefallen ist. Also wir sind auch, wir landen dann immer wieder bei uns selbst, oder? Beim Menschenbild. So wie wir die Welt sehen, das tragen wir in die Welt hinein, oder? Man könnte von einem Alltagsmaterialismus sprechen, oder? Wir haben ja immer früher gehört, es gibt einen Alltagsfaschismus, oder? Aber es geht an Alltagsmaterialismus. Die Frage nicht nach dem Warum und dem Wie, sondern das Was zählt. Nur das Was, das unbeweglich Statische. Das Wie wäre ja was Bewegendes, wäre ja was Lebendiges, wäre was Ganzheitliches, oder? Das Warum geht ja viel tiefer, geht ja viel weiter. Aber das gibt es in unserer Gesellschaft gar nicht, in unserer Kultur. Das erfordert ja auch Mut, oder? Oder? Das erfordert ja auch Mut. Das erfordert Mut vor der Mut vor der Komplexität des Lebens. Kommen wir vielleicht zu der ersten Frage jetzt. Das sind eben, ich habe es jetzt kurz ein bisschen durchgeschaut. Es sind einige Fragen in die Richtung, wie kommen wir aus diesem System heraus? Wer hat da einen Impuls dazu? Wie kommen wir aus diesem System, aus diesem mechanistisch-materialistischen heraus? Robert, sehr schön, dass du das jetzt übernimmst, weil du warst bis jetzt noch nicht am Wort. Ich glaube nämlich gar nicht. Aus ganz einfachen Grund, weil unser, ich verknüpfe jetzt das Beispiel mit den Ballspielern, mit deinem Fraktal. Ne? Es könnte ja sein, dass wir den Ballspieler jetzt kapiert haben, ah, da rennt ja ein Gorilla durch. Ne? Ah, wo rennt der hin? Dann verfolgt man den Gorilla. Da sieht man, dass der auf ein anderes Spielfeld läuft, wo 6 Gorillas spielen, 3 Weiße und 3 Schwarze. Und dann schaut man, ah, jetzt habe ich das entdeckt, was da dahinter steckt, das ist das Spiel. Und bei den Spielen merke ich wieder nicht, dass da wieder irgendjemand durchrennt, den ich nicht bemerke und so weiter. Also wie weit geht diese Kaskade, wie weit kann ich was erkennen? Und da stellt sich um die philosophisch hoch diskutierte Frage und auch nie beantwortete Frage, wie weit kann der Mensch denken? Also der Mensch kann ja nur bis an die Grenzen seines Denkens denken, er kann nicht außerhalb seines Denkens denken, deshalb ist er per se limitiert. Das heißt, wenn wir in so etwas drinstecken, dann sind wir im Prinzip überfordert, weil wir nie wissen, wie die Realität in Wirklichkeit ist. Und weil wir ständig uns mit neuen Möglichkeiten auseinandersetzen müssen, die uns dann, so wie bei einer Rückkopplung von einem Mikrofon und einem Lautsprecher, es ist eine Überforderung. Und jetzt ist die Frage, wie wir da rauskommen, wie ist das? Ich glaube, aus den Mechanismen kommen wir nicht raus, weil die sind einfach zutiefst menschlich und die sind auch der Grund, warum wir nie dort rauskommen, ist ja, dass es jetzt so ausschaut. Weil wir bis jetzt nicht rausgekommen sind und das haben bei Gott schon über 4000 Jahre lang blitzgescheite Leute auf der Welt gegeben, die sich sowas überlegt haben und das hat eben einfach keine Lösung gegeben, bis heute nicht. Ne? Das heißt, es muss irgendwo eine andere Lösung geben, vielleicht abseits einer kognitiven Ursachenforschung, warum ist irgendwas so, sondern
Eine andere Idee natürlich auch nicht weiß, sonst hätte ich schon längst den Nobelpreis wahrscheinlich. Und ich kann nur so sagen, also ein bisschen so, die Summe ist mehr als das Ganze ist mehr die Summe der einzelnen Teile. Man darf sich jetzt nicht fragen, wenn ich so die Dramaturgie und so erläutert habe, dass ich irgendjemand, der ein Drehbuch schreibt, das vor sich liegen und dann sagt, so, und jetzt kommt das und dann mache ich das so. Nein, das schreibt er alles aus sich heraus. Ich habe den Produzenten von der, wir haben den Wolf dann getroffen in New York, wo er noch gelebt hat, Erich Bleskow, und der hat mir die Genesis erzählt. Und das ist ein Schaffungsprozess, der entsteht aus dem Menschen. Und es ist nicht so leicht rückverfolgbar, warum der das jetzt so geschrieben hat. Und das kann man einfach überhaupt nicht orten, woher der das alles nimmt. Und das glaube ich, wenn die Frage nach dem, wie kommen wir hier raus, ist eine übermenschliche Frage und wir müssen uns eigentlich abfinden, dass wir da nie rauskommen und aus diesem Dilemma einfach das Beste machen müssen. Christian schaut ein bisschen. Ich bin nicht so pessimistisch. Also, dass ich in meinem Pessimismus noch getoppt werde, hätte ich jetzt nicht geglaubt. Das ist ja Wahnsinn. Ja, boah. Da, also ich würde mal als ein Argument zumindest sagen, dass wir ja uns auch beobachten können. Da gab es in den letzten 3 bis 4 Jahren durchaus eine Menge von Menschen, die offensichtlich dieser Geschichte nicht in dieser Form auf den Leim gegangen sind, wie viele andere. Und da würde ich zum Beispiel schon mal als Wissenschaftler beginnen zu hinterfragen, wenn die Zeiten wieder klar sind. Momentan ist es ja so, dass die Psychoanalytiker sich die Frage stellen, was ist krank an den Schwurblern? Das sind die Forschungsprojekte. Also was ist unsere Krankheit? Und jetzt würde ich sagen, das sind Pseudorealisten. Also nehmen es mir jetzt heraus zu sagen, wir sind die Normorealisten. Wir haben weniger Angst. Wir verfallen nicht in Abwehrmechanismen, in Pseudorealitäten, sondern wir haben in den letzten 3 bis 4 Jahren bewiesen, die einen mehr, die anderen weniger, dass sie offensichtlich irgendwie anders in der Welt stehen, sodass sie so etwas erkennen können und sich entsprechend aufstellen können. Und das wäre für mich eine Hoffnung, weil ich mir denke, offensichtlich gibt es dann doch Menschen, die einer anderen Form von Kultur vielleicht sogar anhören. Ja. Also, wir haben nur die 6 Gorillas beim Basketballspiel gesehen. Nicht mehr. Hab's nachträglich mit einem Norddeutschen. Robert, ich hab nicht verstanden, was du im schönen Dialekt gesagt hast. Wir haben nur die 6 Gorillas. Das ist der Unterschied. Wir haben die 6 Gorillas Ballspielen gesehen und die anderen haben die 6 Menschen Ballspielen gesehen. Und wir glauben, dass wir die 6 Gorillas Ballspielen gesehen haben, haben wir mehr verstanden. Ja, aber Christian, ganz kurz. Das ist ja dein Fachgebiet. Jetzt, was glaubst du, warum? Warum ist das so? Also das muss ja da muss ja was passieren, also da muss ja mit uns was anders sein, unter Anführungszeichen, Angst. Dass wir eine Kapazität haben, mit mehr Angst umzugehen. Angst, also weniger Angst, würde ich jetzt mal auf jeden Fall als basale Reaktionsform sehen, weil es Menschen gibt, die an Gott glauben zum Beispiel, Bauern, Landwirte fand ich überproportional auf unserer Seite, Krankheitsmediziner, die sich mit den Menschen ganzheitlich auseinandersetzen. Als Gegenargument kommen die Psychotherapeuten, die ich katastrophal unterwegs gesehen habe in den letzten 3 bis 4 Jahren. Vielleicht stimmt in diesem Zusammenhang auch, warum macht jemand Psychotherapie, also Lernpsychotherapie, weil er wahrscheinlich so viel Angst hat. Also insofern könnte das eine Berufsgruppe sein, die besonders anfällig ist, in solchen Situationen, wie wir sie jetzt erlebt haben, umzukippen. Das wäre meine Argumentationslinie, warum sozusagen die sich eigentlich am ehesten auseinandersetzen müssen mit ihren Ängsten, und da würde ich sogar die Analytiker in den Vordergrund stellen, weil viele Psychotherapierichtungen, wenn ich mal die Selbsterfahrung wirklich in ihrem Ausbildungsnotwendigkeit, aber die Analytiker und die Tiefenpsychologen, die müssen jahrelang in Selbsterfahrung gehen. Also die müssen sich kennenlernen und müssen mit ihren Ängsten besser umgehen lernen. Und, aber die haben uns fürchterlich verlassen in den letzten. Also die haben mich aus der Praxis geschmissen. Ich würde es gerne trotzdem umdrehen. Was kann uns das mitgeben? Also wenn wir hinschauen, warum haben da Menschen weniger Ängste, womit kann das zu tun haben und wie kann ich sowas, diesen Samen, der wir jetzt sind, nennen wir das genau. Samen, wie bringen wir den zum Sprießen? Hast du da eine Idee oder hat irgendwer eine Idee? Also ich glaube, das ist falsch, dass wir
keine Ängste gehabt haben. Wir haben da andere Ängste gehabt. Ne? Wir haben Angst vor Manipulation gehabt und vor Missbrauch. Der hat gesagt, weniger Ängste. Ja, andere Ängste. Ja, ja. Das ist ja, wie misst man das? Also wir haben ja genau solche Ängste gehabt, nur halt gegensätzliche Ängste und haben halt was anderes als wahr, gut und schön empfunden, als andere wahr und gut und schön empfunden haben. Und das, glaube ich, ist eben nicht so, dass wir keine Ängste haben, sondern wir haben aufgrund von unseren Ängsten dann eben auch sind in Angstpositionen gegangen. Also das war nicht so, dass wir keine Angst gehabt haben. Ja. Andere, ja. Deutlich andere, natürlich. Aber Robert, jetzt hast du es zum zweiten Mal gesagt, ich nehme diese Provokation jetzt mal zum Anlass, tatsächlich den Versuch zu machen, dagegen zu halten. Ist das zum zweiten Mal darauf hingewiesen, das Gute, Wahre, Schöne und das andere Gute, Wahre und Schöne, das heißt die Relativität. Ich bin jetzt nicht so kühn zu behaupten, ich hätte schon die Lösung, aber ich glaube, wir haben Anlass zur Hoffnung. Das will ich noch einmal an Schiller herauskehren, der nämlich den Versuch macht, auf die Bildung hinzuweisen. Also genau das, was die Oligarchen erkannt haben, dass die Bildung der Schlüssel ist zur Unterdrückung, zur Versklavung der Massen, die sie als untauglich und unwert empfinden. Das sind jetzt harte Worte, aber das ist im Kern das, worum es geht. Die vermeintliche Notwendigkeit der Kontrolle einer Bevölkerung, die Begriffe sind ja auch nach wie vor hochaktuell. Und das heißt, die haben schon deswegen das Bildungssystem unter ihre Kontrolle gebracht und genauso ausgestaltet, damit wir heute diese Probleme haben, über die wir reden. Und das ist etwas, was jetzt also in dem Fall 120 Jahre alt ist und bei Schiller sind es jetzt 240, wo er sagt, damals schon, und er sprach da über die entartete französische Revolution, die erst ein großer Hoffnungsschimmer war für Europa, nachdem kurz zuvor in den USA die Revolution ja geglückt war. Und das war eine Revolution gegen die damals weltbeherrschende Oligarchie, nämlich die britische Oligarchie. Schiller war ein Verfechter dieses Gedanken, dieses humanistischen auf Souveränität des Einzelnen, aber vor allen Dingen eben auch auf Souveränität der Nation gegründete Befreiung der Amerikas von der britischen Oligarchie. Die hat diese Schmach nie verwunden und hat seither immer wieder dagegen gearbeitet. Da will ich jetzt eine historische Vorlesung machen, das tue ich nicht. Aber das Thema Bildung als solches ist etwas, wo Schiller damals sagte, nachdem es in Frankreich dann eskalierte und ins Gegenteil umschlug und alle verschreckte und dann die Konsequenz war, der Mensch ist nicht fähig dazu, sich selbst zu regieren, er wird sich selbst zum Wolf und all diese ganzen Argumente. War Schillers Position, nein, wir haben nur noch nicht diesen Zustand erreicht, den müssen wir durch Bildung anstreben und zwar durch klassische Bildung. Wir haben da dann eben auch den ganz bewussten Bezug, den Wilhelm von Humboldt später aufgenommen hat, worauf das humanistische Bildungssystem aufgebaut ist, was ganz genau dieses klassische Ideal in das Zentrum einer humanistischen Bildung stellt, die bestimmte Prinzipien bejaht, unter anderem auch die Existenz eines absoluten Schönheitsideals, und zwar in einer philosophisch durchaus komplexen Begründung, die ich jetzt hier nicht wiederzugeben versuche, aber diesen Weg, der, glaube ich, der steht uns nach wie vor offen und der lädt uns auch ein, auch bei Christian den Begriff Gottes, also des Göttlichen, wie ich mal so sagen, um das jetzt nicht in eine konfessionelle Konnotation reinzubringen, aber auch das hat Schiller bejaht und zwar im Unterschied zu Kant. Wir haben den kantianischen Vernunftbegriff gehört und der Vernunftbegriff, den Schiller entwickelt in seinen Schriften, ist faszinierend und geht weiter als das, was Kant dargelegt hat. So, das wäre jetzt eine abendfüllende Vorlesung oder wahrscheinlich noch mehr, aber der Punkt ist der, dass ich glaube, dass wir da einen Ansatz haben, dieses überhaupt erstmal verstehen zu wollen und dann den Dionysischen, nicht Dionysos, sondern wer war es? Der Stein auf dem Berg, Sisyphos, genau, Dionysos war der Genuss. Also um diese Arbeit anzunehmen, auf die Gefahr hin, dass es möglicherweise ein dickes Brett sein wird. Also der Schiller war ja Romantiker.
er wurde zum Romantiker erklärt, er war kein Romantiker. Muss ich aber alle ein bisschen aus dieser akademischen Runde ein bisschen runterholen, tut mir leid. Ja, es hat auch mit den Frauen zu tun, ja, weil ein Bildungssystem zu etablieren, ein neues, das wird sehr, sehr viel Zeit in Anspruch nehmen. Ich sehe da aus den Fragen und wenn ich mich so umschaue, auch ein bisschen in der Welt, dass die Zeit drängt. Also für mich ist das jetzt, und ich glaube... Da spricht die Angst. Bitte? Das spricht, ja, dann spricht die Angst. Angst. Ja, das natürlich spricht die Angst. Das ist ja, da bin ich ja ganz beim Robert. Ich glaube, also, dass nicht irgendjemand da drinnen sitzt, der in dieser Zeit keine Angst gehabt hat. Ja? Sondern es hat natürlich auch, ich bin ja ganz beim Robert, das haben auch wir Angst und Ängste gehabt und haben Phasen gehabt, wo wir wütend waren, weil dieses System plötzlich so uns hereingebrochen ist. Ja, aber die Angst vor einem Virus, das uns umbringt, und die Angst und Panik, die gemacht wurde, dass es uns umbringen könnte, halte ich für einen Riesenunterschied, die Angst in Bezug auf die Manipulation durch Machtprozesse, die Angst, in dem Fall vielleicht den Job zu verlieren, wobei das ist, würde dann schon eher in diese Richtung gehen, aber wir reden jetzt von einer fundamentalen Existenzangst. Die hatte ich nicht. Und ich bin überzeugt davon, dass viele, die hier sitzen, die auch nicht haben. Und das ist für mich der fundamentale Unterschied. Das ist wie so tief. Das ist wie der Agamben, wir haben vorhin auch kurz so gesagt, das nackte Leben. Ja? Also diese ganz tiefe existenzielle Geschichte, um die es hier geht. Und die wurde bedingt. Ja. Aber du sprichst wieder von zwei Extremen, nämlich die wirklich Angst gehabt haben, dass sie am Virus sterben. Und die Leute, die Angst gehabt haben, dass sie nicht ins Wirtshaus gehen dürfen, oder dass sie die Freunde nicht mehr treffen dürfen. Das sind Abstufungen in diesen Ängsten. Das sind nicht alle Leute, die an das Narrativ geglaubt haben, vor Angst vom Virus erstarrt, sondern die haben auch Abstufungen gehabt. So wie wir natürlich auch. Mit anderen haben gesagt, wie war abgehangen, haben gesagt, ich verliere meinen Job. Es war ähnlich, ja. Willst du uns jetzt wirklich gleichstellen mit den anderen? Ja, das ist jetzt schön, das ist auch schön zu sehen. Aber ein Punkt ist so noch, ich meine, die Geschichte von vorhin mit dem Matthias Desmond, ich finde es sehr, sehr wichtig, dass wir nicht einfach nur bitte im Virus und Corona, und das macht jetzt Angst und deswegen kippen alle um. Die sind vorverletzt. Und wir sind ganz viele Menschen in unserer westlichen Kultur durch die Industrialisierung, Kapitalismus, reduktiver Materialismus, der sich wie ein Krebsgeschwulst durch alle Nischen hindurch unser Leben hinein. Das hat uns und weite Teile der Bevölkerung in eine fundamentale Angst bereits versetzt vor Corona. Und dann kommt der Funke. Das gilt für die andere Seite auch. Weil das ist klar, dass die Leute, die eine Gefahr der Manipulation und des Missbrauchs erkannt haben, auch vielleicht eine Art der Vorverletzung gehabt haben, die sie auf dieser Ebene sensibler macht, was mit ihnen passiert. Die haben vielleicht einmal in der Kindheit DDRler, ja, die haben gewusst, wie sowas geht, oder Leute, die in der Kindheit von Vater oder Mutter schlecht behandelt worden sind und gesagt, die sind nicht meine Freunde, die wollen mir nicht nur das Beste. Die haben auch Vorverletzungen, aufgrund derer Vorverletzungen sie dann auch skeptisch waren, wenn plötzlich ein anderer sagt, ich habe dich gern, aber in Wirklichkeit siehst du, dass er das nicht so praktiziert, dass es also, wo er dich gern hätte. Michael, schon kurz, wir wollten ein bisschen auf die Fragen schauen, oder? Auch, aber ich finde das jetzt ganz spannend, weil einerseits geht es ja darum, dass da vier Herren sitzen, die eine ähnliche Position jetzt, was den Abend betrifft, verfolgen und trotzdem diskutieren können untereinander. Aber eben, ich habe mir die Fragen auch durchgeschaut und deswegen versuche ich so zu pochen, in was könnte man tun, was könnten wir alle, wie können wir alle gesund mit diesen Entwicklungen umgehen, mit diesen Informationen umgehen, weil das sind Fragen drinnen, wie verhindern wir einen Weltkrieg, wie beeinflussen wir die Politik, wie können wir den Medien noch vertrauen, es ist eine große Unsicherheit da, also wir können jetzt nicht jede einzelne Frage da durchgehen, aber deswegen die Frage... Ich bin jetzt nicht der Psychologe. Nein, aber wie gehen wir mit dieser offensichtlichen Veränderung der Welt, in der wir leben, in etwas in Richtung totalitäre Systeme um, ohne dabei eben von unseren Ängsten gefressen zu werden oder nur die Einzigen zu sein, die sich damit auseinandersetzen. Das ist so meine Frage und das spüre ich auch raus. Ja, genau. Ich halte es auch für richtig, dass du da jetzt den Raum gibst, um genau diesen Punkt zu klären. Und ich möchte einen Versuch machen, da zu sagen, dass allein schon die Erkenntnis, und zwar die Selbsterkenntnis, dass ich in der Angst bin, das ist ja der Punkt, der mehr oder minder wahrnimmt. Bei Christian ist er als reflektierten Mensch sehr
weit entwickelt, zu sagen, ja, aber das ist ein Unterschied. Bei manchen ist das eben überhaupt nicht, weil die sind voll in der Angst, geben sich der Angst hin und sind aber in dem Moment auch nicht in der Lage, dieser Angst ins Gesicht zu sehen und sie als das zu erkennen, was sie ist. Ne? Englisch Fear, False Evidence Appearing Real. Also das heißt, es wird nie so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Das ist der Punkt, auf dem ich wiederum bei Schiller sage. Das sind diese 250 Jahre, dieselben Themen hat er gehabt, natürlich in einer technisch anderen Welt, aber dieselben Themen, das ist ähnlich. Aber das bedeutet für mich, auch ich darf mich da aus meiner tatsächlich deutlich empfundenen Angst, nämlich um die Zukunft meiner Kinder und Kindeskinder, zurücknehmen und sagen, okay, geh in das Vertrauen, tu das, was du tun kannst und was du nicht tun kannst, entlaste dich von dem Druck, aber mach das und sei im Vertrauen, dass das schon alles nicht so schlimm kommen wird. Das ist naiv, aber das ist eine sehr heilsame Strategie, um solchen Ängsten dann eben tatsächlich ins Auge zu schauen. Ja, ganz kurz. Ja, ist es nicht genau, die ich als Psychotherapeut würde die Frage, du hast ja am Anfang von deinem Klienten erzählt, dass er darüber reden können muss. Also geht es nicht auch darum, dass wir über unsere Schmerzen miteinander und über unsere Ängste sprechen, weil es ja immer noch so behaftet ist, dass wir Ängste auch nicht gern zugeben und unsere Gefühle nicht gern zugeben. Geht es nicht in dieser neuen Kultur darum, dass wir über unsere Gefühle ehrlich reden, weil wir keine Angst haben müssen, dass wir abgelehnt werden? Und die Beziehung dafür verwenden, in Anführungszeichen. Aber eins ist vielleicht auch, bevor wir darauf gehen, eins ist auch wichtig, hallo. Das klingt immer so nach gib mir schnell die Lösung. Das, was du jetzt gerade gemacht hast, das war eh schon ganz gut in Bezug auf gib mir schnell die Lösung. Ja? Aber im Endeffekt sind das so komplexe Prozesse. Und die Dinge, die wirklich nachhaltig sind, die wirklich langfristig kulturell tragen, sind Jahrhunderte. Also wir tun gerade so, wir sind in einer unglaublichen Situation, dass wir die Möglichkeit bekommen, darüber nachzudenken, wie könnte eine neue Kultur ausschauen, die wird aber in 200 oder 300 Jahren erst da sein, wenn sie überhaupt stattfindet. Also wir können jetzt alle Fragen wegschmeißen. Ja. Also ich finde, wenn wir jetzt über das reden, dann müssen wir uns dessen im Klaren sein, es gibt keine Psyche Leid. So wie C.G. Jung das gesagt hat, es gibt keine Psyche Leid. Ja, und in unserer mechanistischen Welt wird immer die Psyche so verleitet. Ja, es wird so leicht gemacht alles. Die ganzen Medien, die immer so Schnellschuss-Tipps geben, oder wie wir glücklich werden. Ja, das ist einfach nicht Psychologie. Psychologie geht tief, geht lang, ist komplex, hat wahnsinnig viel mit Beziehung zu tun. Und Psychotherapie ist Beziehungsmedizin. Und deswegen absolut, dort ist die Zukunft, in der Kommunikation, in dem, was Jan über Sprache spricht, über das, was da alles heute schon gesagt wurde. Aber es sind ganz große Prozesse. Wahrscheinlich werden wir eine ganz andere Sprache brauchen. Wahrscheinlich wird sich die Sprache in der neuen Kultur, wir werden anders sprechen, wir werden andere Wörter verwenden. Es wird nicht mehr Plastikwörter geben, sondern es wird wahre, reale, tiefgehende Kommunikation geben. So, Jan, jetzt hat der Jan gerade angesprochen und dann, ihr habt gesehen, es zeigt schon ewig auf, aber ich glaube, ganz wichtig ist bei diesen Dingen auch, dass man erkennt, dass der Einzelne auch nicht alle Probleme der Welt lösen soll, können, muss. Weil das ist auch ein Druck, den man sich selber macht und ich erlebe das schon bei Menschen, die dann irrsinnig viel Nachrichten konsumieren und ein bisschen in dieser Empörung über diese Nachrichten schon auch stecken bleiben und sich aber mit Dingen befassen, die möglicherweise trotzdem irgendwie am anderen Ende der Welt passieren und wo du selbst als Mensch einfach nicht in die Aktion gehen kannst. Und ich habe vorher in der Pause, wie ich mir Getränke geholt habe, kurz mit zwei Damen gesprochen, die gesagt haben, dass es so gut getan hat, als man dann in die Aktion gegangen ist und die Kinder vielleicht aus der Schule genommen hat oder was auch immer für Dinge gemacht hat, um eben nicht diese Ohnmacht zu besitzen. Und ich glaube jetzt auch für diese ganzen zukünftigen und anderen und neuen Krisen gilt das auch, dass der Einzelne das jetzt nicht alles lösen können muss, sondern dass man sich anschaut, wo kann ich wirken, wo kann ich auf Dinge aufmerksam machen. Und wie Christian richtig sagt, das ist ein sehr lange andauernder Prozess. Aber gleichzeitig, und da bin ich schon positiv, wenn man zum Beispiel an diese Impfpflicht denkt, ich glaube schon, dass die maßgeblich verhindert wurde durch diesen massiven Widerstand. Es gab eine große
eine große Bereitschaft, ihr Widerstand zu leisten und das lautstark und das immer wieder und regelmäßig und im strömenden Regen und wurscht, was kommt. Und das würde ich nicht gering schätzen. Auch im Vergleich mit historischen Widerstandsgruppierungen, finde ich, hat man hier schon ein Korrektiv geschaffen und das finde ich eigentlich sehr positiv. Vielen Dank, der Christian macht es mit jetzt. Seien Sie darauf eingestellt, dass wir bis 2 Uhr früh hier sitzen, der Christian macht sich ständig nur Witze. Ganz kurz, Christian, ganz kurz, die Dame, weil du verlässt uns sonst, die ist schon ganz wütend, sehe ich schon. Eine Frage da aus dem Publikum, bitte. Wir haben gesagt, wir fassen sie zusammen. Danke, Herr Ume. Danke. Nur eine Frage. Ihr sagt, wie kommen wir da raus? Ich denke, es geht, was ist der nächste Schritt? Und vielleicht wäre es einfach mal wichtig, ins Publikum zu schauen. Da sitzen so viele und vor allem die letzten 3 Jahre Frauen, vor allem auch Frauen, Mütter, ich kenne ganz, ganz, ganz viele, die widerstanden haben. Die Viktor Frankl sagt, wir sind mehr als unsere Angst. Wir sind nicht nur unsere Angst. Und da sitzen alle. Und vielleicht ging es wirklich in Zukunft mehr zu sagen, wow, ihr habt es geschafft, wir schaffen es weiter. Und wir werden unsere Kinder dazu begleiten, in die Eigenverantwortung zu gehen. Genau, das Bildungssystem, das zu gehorsam erzieht, das ist Kacke. Aber wir können unsere Kinder auch neben der Schule zur Eigenverantwortung erziehen. Und Erwachsensein heißt autonom sein und Erwachsensein heißt, wir können tun. Wir können trotzdem tun. Und noch eins ganz kurz, wir sollten nicht vergessen das Parotti-Prinzip, der sagt, 2080, also 20% können die Welt verändern. Und danke, Herr Zimmermann, das sagt genau, wir 20% haben die Impfpflicht verhindert. Und das ist super und deshalb machen wir gar keine Angst haben. Ich schreibe mit, damit wir die Tipps sozusagen dann zusammenfassen können. Also wir hatten jetzt Selbsterkenntnis, über Angst sprechen. Wir hatten die Beziehung dafür verwenden. Wir hatten nicht den Einstrich, der Einzelne kann lösen. Und wir hatten die Eigenverantwortung und das Autonomsein, oder? Und das Menschenbild. Als Antwort. Ja, ja. Das ist das Menschenbild. Kommt noch was dazu? Ja. Schauen wir mal. Schauen wir da noch mal rein. Also, es ist wie gesagt, es geht, wie können wir den Einheitsstaat überwinden? Es gibt natürlich schon viele Fragen auf, wie kommen wir aus dem System heraus und so weiter. Sonst lass mich da an der Stelle vielleicht zum Thema Impfpflicht nicht Wasser in den Wein gießen, aber zur wachsamen Vernunft aufrufen. Das ist mir persönlich wichtig, weil ich feststelle, dass wir weder bei der Frage der Aufarbeitung, womit hatten wir es zu tun, sehr weit gekommen sind. Da muss man sich nur anschauen, was den Iran Kur publiziert hat über die Daten, die nicht hergeben, dass es überhaupt einen infektiösen Erreger gegeben hat, sondern irgendetwas anderes, was wäre hochspannend zu untersuchen, findet nicht statt, merkt Posten 1. Der Punkt jetzt bei dem Thema Impfpflicht ist der, dass wir einfach, und da komme ich wieder zu meinem Thema Oligarchie, diese Oligarchie, die die Eugenik finanziert hat, hervorgebracht hat, die nach dem Zweiten Weltkrieg ein bisschen auf Tauchstation gegangen ist, nach dem Desaster, was da angerichtet wurde, nach der Katastrophe, die aber schon 1962 in London eine Konferenz gemacht hat, CIBA-Konferenz über die Zukunft des Menschen und da abstruseste Gedanken von Nobelpreisträgern, also der vermeintlichen Creme oder Creme der Wissenschaft diskutiert hat, über Unfruchtbarkeit, über die Veränderung der genetischen Struktur des Menschen, je nach Funktion, die der Mensch zukünftig ausführen soll und dergleichen. Beteiligt waren unter anderem jemand wie Joshua Lederberg, ja, Nobelpreisträger seines Zeichens, sehr junger Mann damals, der bis in die 2000er Jahre führend war in der Politikberatung, der das Rockefeller Institute geleitet hat, der den Begriff biologische Biowaffe erfunden hat und damit eben auch Angst geschürt hat, diese
vermeintliche große Gefahr, der eine Nation sich nur erwehren kann, indem sie proaktiv Impfstoffe, und zwar genetische Impfstoffe, produziert. So, wenn wir jetzt das Thema sagen, wir haben diese Impfpflicht verhindert, dann stimmt das. Wir haben auch eine Situation, in der wir möglicherweise, auch weil namhafte Protagonisten auf der Gegnerseite Beef in diesem Spiel nach wie vor haben, über genetische Immunisierung, die nicht per Injektion verabreicht werden muss notwendigerweise, sondern anders kommen könnte, darüber wird momentan überhaupt nicht wirklich nachgedacht. Und da mahne ich nur zur Vorsicht, dass wir auch dahin schauen, diese Interessenskonflikte bei führenden Leuten ebenfalls betrachten und auch sehen, wo sie im Zweifelsfall nicht wirklich stringent sind in ihrer Argumentation oder wo wir möglicherweise an den Punkt gebracht werden können, wo beim nächsten Mal, denn das sind Personen wie, ich nenne den Namen jetzt mal Robert Malone, der weiterhin davon spricht, dass wir eine Pandemiegefahr weiterhin haben. Diese Frage ist, ich bin kein Biologe, aber ich würde mal sagen, die ist hinreichend umstritten eigentlich, dass wir überhaupt diskutieren wollen, ist es möglich, dass es in dieser Art und Weise Pandemien eben kann, die so gefährlich wären, dass sie solche Maßnahmen rechtfertigen würden. Er ist der Meinung, obwohl er scheinbar einer auf der gegnerischen Seite ist, und er hat Patente und Intellectual Property im Bereich der Immunisierungstechniken, genetische Immunisierungstechniken, die nur weil sie als Pflaster daherkommen könnten, nicht weniger bedenklich sind, meiner Meinung nach. Und darüber müssen wir uns Gedanken machen, dass wir auch da wachsam bleiben und diese Aspekte eingedenk der Tatsache, nochmal Cyberkonferenz 62, wo Nobelpreisträger einfach über Thema Unfruchtbarkeit, die man über Mittel in der Nahrung erzeugen kann und diejenigen aussperren kann oder Gegenmittel, die vorzugswürdigere Gene haben. Schlimm. Ich dachte, das wäre mit dem Untergang des Nationalsozialismus erledigt gewesen. Nein, war es nicht. 62 London Cyberkonferenz. Der Bürgermeister, Chris Weber. Grüße, Chris Weber, euer Bürgermeister. Wir haben jetzt viel Geräte, die wir uns ermächtigen können. Also nein, sage ich immer ein gutes Mittel der Ermächtigung. Von vorne, wenn wir es natürlich sind, auch gut. Achso, hinten, ja, gut. Hallo, ich bin der Chris Weber. Wir haben jetzt viel davon geredet, wie wir uns ermächtigen. Nein sagen zum Beispiel ist immer eine gute Möglichkeit. Aber wir müssen auch darüber diskutieren, wie wir den Gegner entmächtigen. Weil du sagst Oligarchen, was sind Oligarcheninteressen? Macht und Geld, was übrigens deckungsgleich ist. Also Geld ist Macht und Macht ist Geld. Selbst Waffen sind nur eine andere Ausdrucksform von Geld. Hast kein Geld mehr, hast auch keinen Panzer. Wie nehmen wir also den Oligarchen ihr Geld? Weil wenn man überlegt, was waren die Aktionen der österreichischen Bundesregierung, wo sie gesagt haben, es kommt die Seuche. Sie haben einen Lockdown verhängt. Und wenn ich mich erinnere, haben sie vor dem Lockdown noch die COFAG gegründet, haben da 20 Milliarden außerhalb des Budgets genommen und haben noch vor dem Lockdown die Medienförderung verzehnfacht, damit sie sich jede Scheißzeitung in diesem Land kaufen können. Hätten sie die Kohle nicht gehabt, hätten sie uns nicht 4 Jahre lang terrorisieren können, weil sie die Medien nicht kaufen hätten können, weil sie die Ärzte nicht kaufen hätten können. Was sind Oligarchen ohne Geld? Kleine Würsteln. Nehmen wir ihnen das Geld? Also, weil du sagst, wir kommen raus aus dem System. Einer meiner Ideen, die ich in letzter Zeit so ausbrüte, radikale Reduktion der Steuern. Hat der Oligarch keine Kohle, kann er kein Unheil anrichten. Vorschlag. Da hat der Robert sofort einen Impuls gehabt. Ich will halt zum Schluss nicht da als der super Pessimist da stehen, weil der Gedanke war ja nicht ausgeführt. Und wie wir da rauskommen und mein quasi unversöhnliches, pessimistisches Statement. Wir kommen da nicht raus. Es ist ja nochmal die Frage, in der Frage steht ja schon, dass wir annehmen, dass wir irgendwo drin sind, ne? Wo wir rauskommen müssen. Das heißt, jetzt die erste Frage ist einmal, wie können wir uns einmal so hinstellen, dass wir gar nirgends drin sind? Und da. Wo wir raus müssen. Und da ist ein Mittel, und da ist wieder das Gute, das Wahre und das Schöne, was natürlich differenziert und verschieden geleitet werden kann, aber
die verschiedene Deutung von dem Guten, dem Wahren und dem Schönen, was uns leiten sollte und was jeder, wenn er in sich selbst hineinhört, unumstößlich weiß, was es bedeutet. Da gibt es keinen Zweifel. Man hat keinen Zweifel, was für gut, schön und wahr ist für sich selbst persönlich. Das Problem beginnt nur, wenn man glaubt, im Wissen der eigenen Fehlbarkeit, Unzulänglichkeit, Unwissenheit, ich habe nichts gelernt, so, ich bin dick, ich bin blöd, dass man im Wissen des allen trotzdem weiß, dass man niemanden zutrauen sollte, für einen zu entscheiden, was für mich richtig, wahr und schön ist. Das ist immer in dir selber drin, und solange du drin da bist, brauchst du nichts raus. Du bist erst dort irgendwo drin, wenn dir einer sagt, wo du hingehörst. Ja. Das würden wir in der Psychotherapie emotionale Autonomie nennen. Ja. Eindeutig. Also das ist ein ganz, ganz klar. Genau. So, wir haben gesagt, bis 22 Uhr müssen wir hier Schluss machen. Jetzt ist es 5 vor. Sind wir an einem schönen Punkt eigentlich, wo wir sagen können, gerade mit deiner Sammlung, da ist jetzt doch, also da haben wir ein bisschen Seelennahrung auch mitbekommen. Es geht darum, in die Eigenverantwortung zu kommen. Ich glaube, die meisten hier sind in der Eigenverantwortung ohnehin, da drinnen zu bleiben, die zu kultivieren. Unser eigenes schönes Wahres und was war das Dritte? Gute zu kultivieren, uns auszutauschen, uns zu begegnen, uns gegenseitig Raum zu schaffen, zu sein, wer wir sind. Und zwar in all unseren Facetten nicht etwas vorzuspielen, sondern wie du sagst, wir haben alle unsere, wir sind alle unvollkommen, genauso sind wir gedacht. Das zu stärken, ist das ein Weg schon, um aus dieser Krise oder aus diesen multiplen Krisen, in denen wir uns befinden, gestärkt hinaus. Ja. Nicht hinauszugehen, ja, gestärkt zu bleiben. Ja, weil wir sind schon stark. Ja. Aufgrund dieses Mangels und des Wissens wird es auch immer wieder neue Geschichten, neue Bücher, neue Filme geben. Es wird nie enden, weil die Unvollkommenheit wird nie enden. Und wenn es enden würde, gäbe es morgen keinen Film, kein Buch, keine Geschichte mehr, weil alle alles wissen. Das ist das Schlusswort. Vielen, vielen Dank, Professor Dr. Professor Christian Schuler, Robert Winkler, Jan David Zimmermann und Dr. Ulrike Eichner. Also ein herzliches Dankeschön an Angelika Berloffer, genau, und Amina Eck, die, genau, für die Organisation gekämpft haben. Dankeschön. Genau, es waren neben den genannten noch eine Reihe von weiteren Unterstützerinnen und Unterstützern beteiligt. Bei allem, ich glaube, das war ein Rahmen, der durch die Summe der Teile zu viel mehr geworden ist als die wir hier sind. Ja. Vielen, vielen Dank.